herzliches Willkommen. Wir sind beim Montag, 24. April 2023 und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, habt euch gut erholt und startet mit neuer, aber gemäßigter Energie in die neue Woche. Wir haben ja immer noch Merkur rückläufig. Wir haben die Sonne im Stier. Wir haben den Mond bis etwa 9 Uhr heute Abend in den Zwillingen. Das kann für gute Gespräche sorgen, aber eben auch für Missverständnisse. Also Kommunikation muss man natürlich aufpassen bei Merkur rückläufig, aber es können auch Informationen rüberkommen. Also seid da bitte ein bisschen bedacht. Wir haben weiterhin die Venus in den Zwillingen. Das kann für gute Gespräche im Zusammensein sorgen. Wir haben auch den Merkur, der ja rückläufig ist, im Sextil mit Mars. Mars befindet sich im Krebs und ist eben familiär gut miteinander auskommen, wobei man da, wie gesagt, sehr auf seine Worte achten muss. Der Jupiter ist weiterhin im Widder, fördert die Feuerenergie, Pluto ist im Wassermann. Da kann man schon mal dem einen oder anderen ehrgeizigen und vielleicht eigenwilligen Menschen begegnen. Da sollte man eben sehr tolerant sein, aber sich natürlich nicht alles gefallen lassen, klar. Und natürlich den Neptun und den Saturn in den Fischen, gefühlvoll, sensitiv, hilfsbereit. Ja, man kann freundlich bleiben, aber man sollte sich in der Zeit des Merkur rückläufig natürlich mit Energie zurückhalten. Man sollte es lieber dafür nutzen, Energie zu sparen und zum richtigen Zeitpunkt dann Gas geben zu können. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in diese Woche und wir schauen uns in den Karten an, was wir für die einzelnen Sternzeichen haben. Ein herzliches Willkommen, lieber Widder. Ich hoffe, du hattest ein schönes, erholsames Wochenende und wir starten mit guter Energie in die neue Woche, trotz Merkur rückläufig. Wir haben die Sonne und den Merkur ja im Stier. Wie gesagt, Merkur ist rückläufig, verlangsamt. Man sollte keine Verträge abschließen, nichts Neues anfangen, kennst du vielleicht. Bis 21 Uhr haben wir heute den Mond in den Zwillingen. Das macht sehr kommunikativ, aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht den falschen Ton trifft oder dass man eben auch selbst nicht was in den falschen Hals bekommt. Wir haben ein Sextil zwischen Merkur und Mars. Das bedeutet, dass man eben trotz allen Verzögerungen gut vorankommt. Das ist sehr schön und kann beflügeln. Man sollte es aber bitte nicht übertreiben. Dazu haben wir natürlich die Venus in den Zwillingen, was auch für gute Gespräche sorgt. Aber auch da wieder aufpassen mit Merkur rückläufig. Pluto im Wassermann stärkt die Energie, sich durchsetzen zu wollen. Jupiter im eigenen Zeichen. Ja, selbstverständlich kann man versuchen, etwas durchzuboxen. Man wird aber sehr stark auf Widerstand stoßen. Wichtiger ist der Mars im Krebs, der eben für ja das Familiäre sorgt, dass man miteinander gut auskommt. Man sollte sich darum bemühen, auch mit Neptun und Saturn in den Fischen. Der Uranus ist auch im Stier und sorgt für Veränderungen, die manchmal auch während der Rückläufigkeit nicht so unbedingt direkt bemerkt werden. Aber es ändert sich was. Ja, schauen wir uns an, was wir für den Widder am heutigen Montag haben. Der Gehängte bedeutet beobachten und lernen. Ganz viel Liebe. Ja, Sensitivität, Gefühl und Heilung, das ist sehr schön. Wassermann-Energie bedeutet, dass man eben gefühlsmäßig erstarkt oder vielleicht auch bessere Laune bekommt, sich wohlfühlt, ja, auch wenn man nicht viel tut, ne, das ist ja auch nicht wirklich aktiv. Und Optimismus, also man beobachtet, merkt, wie liebevoll vielleicht miteinander umgegangen wird, wie gut man zusammenarbeiten kann, dass man eben durch Ärmel hochkrempeln und langsames Vorgehen mit Absprache, Abstimmung mit den Leuten im Umfeld sehr gut vorankommt. Also, wenn du das für dich erkennst und wenn du danach handeln kannst, solltest du das auf jeden Fall heute tun. Der Optimismus ist dabei. Vielleicht sind es auch gute Gespräche. Man versteht sich auch ohne viele Worte vielleicht, ja. Also, das läuft heute gut und du hast ein sehr schönen, freundlichen Start in diese Woche. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, gutes Gelingen und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind beim Montag, 24. April 2023 mit Sonne und Merkur und natürlich Uranus im Stier. Natürlich haben wir Merkur rückläufig im Stier. Trotzdem kannst du mit dieser Energie ganz gut umgehen, auch wenn vieles sehr verlangsamt ist. Der Mond ist im Zwilling, bedeutet, dass da eben Kommunikation ganz gut ist. Man muss nur aufpassen, nicht missverstanden zu werden bei dieser schwierigen Energie mit Merkur rückläufig. Der Mond wird 21 Uhr heute Abend in den Krebs wechseln.
Das ist natürlich eine sehr liebevolle Energie, die dann morgen vorherrscht. Auch sehr schön. Wir haben natürlich Mars im Krebs und der ist in einem Sextil heute mit dem Merkur, der in deinem Zeichen steht. Also du kommst trotz allem sehr gut voran, solltest aber natürlich nicht irgendwie was durchsetzen wollen oder so. Auch wenn Pluto noch im Wassermann ist und Jupiter noch im Widder, bedeutet aber trotzdem, dass man es langsam angehen soll. Saturn und auch Neptun in den Fischen sorgen für liebevolles, hilfsbereites Miteinander. Das ist schön, auch gerade am Wochenstart. Und ja, dann haben wir die Venus in den Zwillingen, sorgt auch für gute Kommunikation. Aber man sollte eben, wie gesagt, mit Merkur rückläufig ein bisschen aufpassen, was man sagt und wie man etwas sagt. Ja, das sind so die wichtigsten Energien, die wir heute haben auch. Wir schauen mal, wie das für den Stier am heutigen Montag so aussieht. Ja, der Ritter der Kelche ist liebevolles Entgegenkommen. Dann haben wir noch einige Aufgaben, die anstehen. Geh's langsam an. Und ja, es kann viel anstehen, aber du solltest dich trotzdem nicht nervös machen lassen. Es ist wichtig, dass man trotzdem mit, ich sag mal, positiver Energie daran geht und vielleicht auch sich die Arbeit so ein bisschen angenehm gestaltet. Kommunikation im Job und so weiter, klappt die Kommunikation sehr gut, vielleicht die Abstimmung mit anderen, dass man eben auch vielleicht Hilfe erbittet oder jemand anderem unter die Arme greift. Der Austausch funktioniert. Wie gesagt, man sollte eben nur aufpassen, gut überlegen, was man anbringt, wie man was sagt und so. Dann wirst du auch diese Aufgaben, die Anliegen, sehr schnell hinter dich bringen. Wenn die Gemeinschaft, ich sag mal, mit den Kollegen und so weiter funktioniert, dann kriegst du das auch gut gewuppt oder auch mit den Menschen, mit denen du zusammen bist. Wenn man da eben eine gute Absprache trifft und sich auf sachliche Themen fokussiert und konzentriert, läuft das eben auch rund. Also sehr schöne Energie, nutz diesen Tag, hab einen guten Start in diese Woche und ich sag mal, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind beim Montag, 24. April 2023 und ich hoffe, du hattest ein schönes, erholsames Wochenende. Startest mit neuer, positiver Energie, auch wenn alles ein bisschen verlangsamt ist durch den rückläufigen Merkur. Die Sonne ist auch im Stier und das ist eben auch eine Energie, die so ein bisschen bleiben wir auf dem Teppich, die richten wir uns nach der Routine geht. Der Mond ist in deinem Zeichen, da ist die Kommunikation gestärkt, aber man muss eben mit Merkur rückläufig deinem aufpassen, auch mit der Venus in den Zwillingen, dass man eben sehr gefühlvoll vorgeht oder sehr zaghaft sich mit Dingen vorwagt in der Kommunikation. Wir haben den Jupiter im Widder, feurige, temperamentvolle Energie und den Pluto im Wassermann, was dazu führen kann, dass du vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartest oder dir zu viel vornimmst. Pass auf damit. Wir haben den Mars im Krebs, der eben auf das Miteinander achtet, das, wie man miteinander umgeht. Dazu gehören natürlich auch Neptun in den Fischen und Saturn in den Fischen, wobei Neptun eben auch gefühlsmäßig den Zwilling verunsichern kann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Uranus im Stier sorgt auch langfristig für Veränderungen. Und wir schauen mal, was wir für den Zwilling am heutigen Montag so haben. Ja, das Unbekannte. Du bist dir nicht ganz sicher, ob die Dinge wirklich so sind, wie du denkst. Der Tour, mach dir nicht so viele Gedanken darüber. Ja, kümmere dich am besten um das, was gerade vor dir ist. Entspann dich. Ja, vielleicht kommt da auch viel auf einmal, aber du solltest dich gut organisieren. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja, auch Klatsch und Tratsch und so. Entspann dich. Kümmere dich um das, was gerade anliegt. Bleib in deiner Mitte, versuche fair zu bleiben, auch mit anderen, auch wenn andere sich vielleicht in dieser Energie manchmal auch ein bisschen verkehrt ausdrücken oder nicht so zurechtfinden. Bleibe tolerant und vor allen Dingen mach langsam mit der Erdenergie. Nicht übertreiben, nicht zu viel vornehmen und vor allen Dingen auch, wie gesagt, nur die Hälfte glauben von dem, was so erzählt wird. Ein bisschen misstrauisch bleiben und sozusagen bei deinen Sachen bleiben, dich nicht davon ablenken oder abziehen lassen. Erstmal eins nach dem anderen. Prioritäten setzen und eben fair mit anderen sprechen und da eben auch entgegenkommt und fürsorglich bleiben. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen. Da muss man auch so ein bisschen auf die Befindlichkeiten der Umwelt achten. Ich wünsche dir natürlich einen ruhigen, angenehmen Start in diese Woche. Viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein
herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Montag, 24. April 2023. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Uranus im Stier. Alles geht viel, viel langsamer. Aber das kann eben auch dazu beitragen, dass man weniger Fehler macht. Der Merkur ist natürlich rückläufig, klar. Dadurch soll man natürlich nichts Neues anfangen, möglichst keine Verträge, du kennst das. Und es kann sich viel verzögern, auch die Technik kann mal versagen. Keine Panik bitte. Der Mond ist zwar in den Zwillingen, es wird viel erzählt. Man sollte nicht alles glauben, was man hört. Und man sollte sich, wie gesagt, auch nicht von dem, was man sich vorgenommen hat, abbringen lassen. Dann haben wir den Mars in deinem Zeichen, der im Sextil steht, zu Merkur im Stier, der ja rückläufig ist. Du kommst trotz aller Widrigkeiten und Verlangsamung voran, wenn auch eben nicht so schnell, wie du es vielleicht gerne hättest. Dann haben wir den Pluto im Wassermann, den Jupiter im Widder. Diese Energie kann natürlich dafür sorgen, dass man vielleicht ein bisschen sehr viel möchte, aber nicht so wirklich durchkommt. Auch Venus ist in den Zwillingen, der Mond ist in den Zwillingen. Die Kommunikation kann gestärkt sein, aber man muss sehr aufpassen, was man sagt. Und auch du als Krebs musst aufpassen, dass du nicht irgendwas aus Versehen in den falschen Hals bekommst. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Krebs am heutigen Montag so haben. Intuition, das ist dein Bauchgefühl, das ist das, wonach du dich richten solltest. Wie fühlt sich etwas an? Fühlt sich etwas gut an? Okay, aber schön langsam. Wir haben den Ritter der Kelche. Liebevolles Entgegenkommen, Freundlichkeit, Charme. Fokussier dich auf die positiven Dinge, die da sind, ja, auf das schöne Miteinander, auf die gute Kommunikation, dass man eben versucht, auch als Krebs nicht zu empfindsam zu sein, was das betrifft. Und ja, da ist der Optimismus. Die Königin der Stäbe bedeutet, ich krempel die Ärmel hoch und das, was ich tun kann, das tue ich und ich arbeite mit anderen zusammen. Also ich glaube, das ist auch das, was dir heute so entgegenkommt. Und damit kommst du als Krebs eigentlich hervorragend zurecht. Wie gesagt, achte auf deine Intuition und versuche eben auch nicht überempfindsam zu sein. Wie gesagt, bei Merkur rückläufig kann der eine oder andere manchmal in der Wortwahl daneben greifen. Das kann dir selber auch passieren im Übrigen. Und es ist nicht böse gemeint oder man fragt halt nochmal nach, wie ist das gemeint? Ja? Also schön cool down, Dienst nach Vorschrift, Routine arbeiten und nicht zu viel erwarten. Ja? Alles Liebe, einen schönen Tag, guten Start in diese Woche. Wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Montag, 24. April 2023 mit Sonne, Merkur und Uranus im Stier. Langsame Energie, wie auch am Wochenende. Ich hoffe, du hast es ruhig verbracht, hast dich gut erholt. Merkur ist rückläufig, das bedeutet, dass vieles eben nicht so schnell geht, wie wir es gerne hätten. Es gibt Hindernisse und es gibt natürlich auch ja, Missverständnisse. Man sollte langsam machen, tief durchatmen und sich genug Zeit einräumen. Du hast als Löwe den Jupiter im Widder, der vieles vereinfacht, den Pluto im Wassermann, der so ein bisschen die eigenen Ideen nach vorne bringen möchte und die Venus wie auch den Mond in den Zwillingen. Das kann so ein bisschen, ja, viel Gerede sein, Getratsche, man unterhält sich, es können auch gute Kontakte sein natürlich, aber nicht alles glauben, was man hört, ganz wichtig, ja. Denn vieles ist vielleicht gar nicht so ernst gemeint und wie gesagt, hinterfragen, ob man das auch wirklich richtig verstanden hat. Wir haben den Mars im Krebs, der steht auch heute im Sextil zu Merkur, im Stier rückläufig, man kann trotz aller Widrigkeiten gut vorankommen, auch wenn nicht so schnell, wie man das vielleicht gerne hätte. Trotzdem, es geht darum, gemeinsam durch diese Zeit zu kommen, miteinander freundlich und entgegenkommend umzugehen, hilfsbereit zu sein und eben, ja, ich sag mal, entgegenkommen, das ist wichtig. Ja, wir haben, wie gesagt, so ein bisschen widersprüchliche Energien, Feuerenergie vorankommen wollen, Merkur rückläufig, Herzlichkeit mit an den Tag legen und einander gut und freundlich begegnen. Was haben wir jetzt für den Löwen heute? Der Stern, Wassermann-Energie, Heilung. Dann haben wir die Vergangenheit hinter sich bringen und Waage-Energie, ausgleichend. Das ist auch Diplomatie, harmonisierend. Es kann sein, dass etwas aus der Vergangenheit geheilt wird, auf irgendeine Art und Weise. Kann ja auch sein, Merkur rückläufig, kann auch Dinge bereinigen, klären, ja, wenn man eben eine alte Sache entweder wieder aufgreift oder wenn man einen Streit beseitigen will. Sehr positive Energie. Optimismus, Freude,
Höflichkeit, Nettigkeit, ja, sehr viel Charme. Also das könnte dir sehr zugutekommen, wenn du heute sehr viel Charme an den Tag legst und eben auch Dinge aus der Vergangenheit vielleicht heilst oder für dich klären kannst, ja, wenn du etwas wieder aufgreifst. Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen, einen guten Start in diese Woche und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind beim Montag, 24. April 2023 und ich hoffe, du hast das Wochenende gut genutzt, dich gut erholt, trotz des Merkur rückläufig einigermaßen schön verbracht und vielleicht ein bisschen entspannt. Ja, wie gesagt, Merkur ist rückläufig, die Sonne ist im Stier, der Merkur ist im Stier auch in seiner Rückläufigkeit. Der Mond ist erstmal in den Zwillingen. Um 21 Uhr heute Abend wechselt der Mond in den Krebs. Das ist mehr Fürsorglichkeit, liebevolle, fürsorgliche Energie, so wie die auch derzeit im Mars besteht. Denn Mars befindet sich im Krebs. Das heißt, im Miteinander liegt die Kraft dieser Zeit. Und auch mit Neptun und Saturn Fürsorglichkeit, liebevolle Energie, Hilfsbereitschaft. Wobei natürlich Neptun in den Fischen auch für die Jungfrau manchmal so ein bisschen Gefühlsdurcheinander bedeuten kann. Also sei da bitte vorsichtig. Zugleich haben wir natürlich den Jupiter im Widder, den Pluto im Wassermann, was so ein bisschen Ehrgeiz fördern kann oder eigene Ideen voranbringen. Der natürlich vielleicht auch ausgebremst wird durch die Energie mit Merkur rückläufig. Wir haben die Venus in den Zwillingen und das ist eben auch viele Gespräche. Man sollte aber nicht alles glauben, was man hört. Uranus ist auch im Stier und sorgt natürlich für Veränderungen. Schauen wir mal. Irgendwas beschäftigt dich. Kann auch Neptun sein, Verwirrung stiften, dich unsicher machen oder es kommt wieder etwas aufs Tablett. Der Ritter der Kelche ist liebevolles Entgegenkommen. Und auch hier die Waage-Energie ausgleichend, harmonisierend, charmant. Und da ist die Unzufriedenheit bei dir. Ich glaube, du bist so ein bisschen übermisstrauisch, was das betrifft, dass jeder, der vielleicht freundlich ist zu dir, irgendwas von dir will. Das kann durchaus sein, aber bitte nicht übertreiben. Ja, es geht darum, dass vielleicht sich jeder im Moment auch einfach bemüht, dass man eben richtig verstanden wird und dass man eben nicht ins Fettnäpfchen tappt. Ja, also kann natürlich sein, dass der ein oder andere sich da auch ein bisschen zu sehr bemüht, sagen wir es mal so. Nimm das bitte nicht übel und halte das nicht für Falschheit. Es ist für alle schwierig, wenn Merkur rückläufig ist. Und wenn du dann einfach liebevoll darüber hinwegsehen würdest, wäre das sehr, sehr nett von dir. Und wenn du einfach eine schlechte Laune hast, das ist auch okay. Du kannst ja deinen Leuten sagen, ich bin heute nicht gut drauf und Punkt. Dann wissen die wenigstens Bescheid, dass sie es nicht schuld sind. Ne? Das wäre so eine nette Geste. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ruhigen, angenehmen Start in diese Woche. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind beim Montag, 24. April 2023 mit Sonne, mit Merkur, Uranus im Stier. Der Merkur ist auch noch rückläufig, das verlangsamt noch mehr und ist die Gefahr, dass man eben sich schnell ins Fettnäpfchen begibt und irgendwie falsch verstanden wird oder auch selber was in den falschen Hals bekommen kann. Uranus im Stier ist natürlich die Veränderung. Der Mond ist im Zwilling, das macht sehr gesprächig. Auch die Venus ist im Zwilling und trotzdem sollte man wirklich nicht alles glauben, was man hört. Man sollte auch mit dem Weitertragen von Informationen vorsichtig sein, wenn man nicht sicher ist, dass das auch stimmt. Ja. Und Pluto ist im Wassermann, das kann so ein bisschen Eigenwillen fördern, genauso wie der Jupiter im Widder, dass man ein bisschen sehr viele Ansprüche hat oder viel erwartet. Das sollte man nicht tun. Bleib auf dem Teppich, kümmere dich um das, was gerade anliegt, lass dich nicht hetzen, hetze andere auch nicht. Und dann kommst du auch gut klar. In der Zusammenarbeit hilft natürlich Mars im Krebs. Das ist so das Miteinander. Da kannst du als Waage viel zu beitragen durch Diplomatie, Charme und Harmonisierung. Dann haben wir den Neptun und den Saturn in den Fischen. Das ist nochmal zusätzlich eine liebevolle, hilfsbereite Energie. Was haben wir jetzt für die Waage heute? Gespräche auf Augenhöhe, sehr schön. Man hört vielleicht auch jemandem zu, der vielleicht Kummer hat oder irgendwas braucht. Da ist die Waage-Energie, du wirkst ausgleichend diplomatisch
Und da ist die 5 der Stäbe. Du bist ein bisschen nervös. Vielleicht, weil die Dinge nicht so schnell laufen, wie du das gerne hättest. Oder weil du vielleicht auch mit, sagen wir mal, wenn dir zu viele Leute ihren Kummer erzählen wollen, dann macht dich das auch nervös, weil du bist ja nicht der Kummerkasten, ja. Du bist vielleicht aber trotzdem für andere der Fels in der Brandung. Es ist eine stabile Basis, auch wenn du dich nicht so sicher fühlst gerade. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, nicht zu viel auf einmal zu tun, sich an die Vorschriften zu halten, verlässlich zu arbeiten und lieber langsam zu machen, als zu hastig vorzugehen. Und da kann eben das Zwischenmenschliche manchmal wichtiger sein als der eigentliche Job. Je nachdem. Dazu brauchst du ein bisschen Feingefühl und natürlich deine Intuition. Und die solltest du natürlich nach Herzenslust nutzen. Wir haben ein Sextil zwischen Sonne und Mars, Quatsch, zwischen Mars und Merkur. Die Gespräche sind wichtig. Und deswegen kommt es darauf an, vielleicht im richtigen Moment einfach mal das Ohr zu leihen. Ja? Viel Erfolg, guten Start in diese Woche, liebe Waage. Und dann sage ich mal, bis morgen. Herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind beim Montag, 24. April 2023, und ich hoffe, du hast dich auch an diesem Wochenende gut erholt, neue Kräfte gesammelt und stellst dich auch dem Merkur rückläufig. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Uranus im Stier, was ja eigentlich eine beruhigende energetische Sache ist, die auch dir gut zu Pass kommt. Wichtig ist, dass man eben falsch verstanden werden kann oder selber was in den falschen Hals kriegt mit Merkur rückläufig. Dinge funktionieren nicht so, wie sie sollten, Technik und so weiter. Dinge verzögern sich. Damit solltest du arbeiten können. Du musst dich ein bisschen darauf einstellen, mental, gedanklich und so weiter. Das geht alles nicht so schnell. Dann haben wir auch noch den Mars im Krebs, was auch gut ist für dich. Da ist dieses Gemeinschaftliche, die Gruppe, die Leute um dich herum, wo man liebevoll miteinander umgeht, auch mit Saturn und Neptun in den Fischen. Ein bisschen störend kann natürlich der Mond im Zwilling sein, der bis 21 Uhr heute Abend noch da ist, der viele Gespräche fördert, genauso wie die Venus in den Zwillingen. Man muss nicht alles glauben, was man hört. Man sollte die Dinge auf Wahrheit prüfen und man sollte natürlich auch nicht Dinge weitertragen, wo man nicht weiß, ob sie wirklich auch wahr sind. Ja, ein bisschen störend können auch wirken Pluto im Wassermann und Jupiter im Widder. Das ist so ein bisschen den Ehrgeiz fördern, den du vielleicht auch an den Tag legst. Man sollte tatsächlich keine Machtspielchen angehen, Ruhe bewahren und tolerant bleiben und sich selber keinen Stress machen. Was haben wir heute für den Skorpion? Ja, da ist die Nervosität, die, glaube ich, auch durch die Zwillinge-Energie hervorgerufen wird. König der Münzen beschwichtigt das Ganze wieder. Sonne im Stier, auch Merkur und dieses Sextil zwischen Mars und Merkur. Ideenreichtum, wenn du die Ideen jetzt noch nicht umsetzen kannst, solltest du sie aufschreiben. Der Neuanfang steht sozusagen bevor, aber wahrscheinlich nicht bei der Rückläufigkeit. Aber vielleicht kannst du etwas planen, etwas vorbereiten und das schon mal so im Hintergrund für dich machen. Vielleicht um dich von der Nervosität abzulenken, dass das alles einfach viel zu lange dauert. Dankbarkeit und Demut ist auch keine schlechte Idee für das, was man hat und das, was einen begleitet in dieser schwierigen Zeit, dankbar und demütig zu sein und sich darüber zu freuen. Und das ist eben vielleicht auch eine schöne Gemeinschaft an Leuten, die dich in dieser Zeit begleiten. Also, hab einen schönen Start in diese Woche, viel Erfolg und wenn du magst, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Montag, 24. April 2023. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende, bist gut durch diese Woche gekommen und startest mit neuer, positiver Energie. Wir haben natürlich den Merkur rückläufig im Stier, wir haben die Sonne im Stier und auch den Uranus. Das verlangsamt die Dinge enorm, verzögert Dinge. Es kann zu Missverständnissen kommen in der Kommunikation, auch gerade mit Mond und Venus in Zwilling. Der Mond wechselt allerdings gegen 21 Uhr in den Krebs. Das macht das Ganze noch gefühlvoller. Gefühlvoll ist es schon durch Mars im Krebs, der eben die Gemeinschaft fördert, das Miteinander, wie man miteinander umgeht und arbeitet. Dazu kommen noch Neptun und Saturn in den Fischen, wobei Neptun deine Gefühle auch manchmal Achterbahn fahren lässt. Achte darauf, dass du da, ich sag mal, sehr fürsorglich mit dir selber auch umgehst, ja.
Und dann haben wir natürlich den Jupiter im Widder, der dir einiges erleichtert. Wir haben den Pluto im Wassermann, der so ein bisschen eigenwillig machen kann. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht über die Ziellinie hinausschießt. Kommunikation mit Zwillinge-Energie, habe ich schon gesagt. Man soll nicht alles glauben, was man hört. Ja? Wir schauen uns jetzt mal an, was wir für den Schützen heute haben. Enttäuschung, irgendwas klappt nicht. Dann haben wir den Ritter der Schwerter, schnelle Energie, Chaos vielleicht. Und die Königin der Münzen. Du bemühst dich, glaube ich, nach Gutdünken die Dinge im Griff zu behalten. Vielleicht enttäuscht dich jemand. Vielleicht gibt es ein Nein. Vielleicht, ich denke mal, rauscht auch einer rein und kommt mit irgendwas, was dich überfordert oder wo du überrascht bist. Ja. Wir haben die 5 der Münzen. Du solltest dich vor dieser Energie hüten. Ich glaube, es geht darum, es können unangenehme Menschen sein, es können unangenehme Situationen sein. Sei bitte äußerst vorsichtig. Ja. Wir haben mit der Königin der Münzen, der 5 der Münzen, die 6 der Münzen, fair bleiben. Ja. Vielleicht ist das jemand, der selber gekränkt ist und der reinrauscht und irgendwas von dir will oder jemand, der dir Vorwürfe macht und nicht überlegt, was er oder sie sagt. Bleib auf der Erde, auf dem Teppich. Ja, und zieh dich langsam, aber ich sag mal, zieh dich da raus. Lass dich davon nicht anstecken oder irritieren. Bleibe auf dem Teppich und versuche, die Dinge so gut zu machen, wie es eben in dieser Situation möglich ist. Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen, viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Wir sind bei Montag, 24. April 2023 mit Sonne, Merkur und Uranus im Stier. Erdenergie, Pragmatismus, sehr schön, aber Merkur ist rückläufig. Ich war ja auch am Wochenende. Ich hoffe, du hast dich gut erholt, hast ein bisschen Kraft getankt und kannst dem jetzt auch gut begegnen. Wir haben den Mond in den Zwillingen bis 21 Uhr, dann wechselt der Mond in den fürsorglichen Krebs. Bis dahin sehr viel Kommunikation, Gespräche sind möglich, Kontakte, aber man muss nicht alles glauben, was man hört. Venus ist auch in den Zwillingen und kann für ein bisschen Unruhe sorgen, aber eben auch Austausch. Wir haben dann den Mars im Krebs. Wir haben da auch ein Sextil zwischen Mars und dem Merkur, was eben auch trotz aller Verzögerung dafür sorgt, dass man vorankommt. Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmachtkämpfe, Jupiter im Widder kann natürlich Temperament hervorrufen oder Eigenwille. Vorsichtig davor, nicht zu hastig vorgehen. Neptun und Saturn in den Fischen können dafür sorgen, dass man eben auch sensitiv und liebevoll miteinander umgeht, was natürlich auch sehr förderlich ist. Da haben wir die Fürsorge, die Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge. 10 der Münzen um das, was gerade ansteht, Stabilität und Sicherheit und Nostalgie. Man denkt zurück, was man gemacht hat und vielleicht, wie man zum Beispiel Dinge heutzutage verbessern kann, Fehler ausmerzen kann. Wir haben die vage Energie des Ausgleichs, der Harmonisierung. Also ich glaube, es geht darum, auch Dinge aus der Vergangenheit zu revidieren, zu verändern und auch miteinander im Team an Dingen zu arbeiten, sich darum zu kümmern, dass die Stabilität aufrechterhalten wird und dass man füreinander da ist, dass man diplomatisch vorgeht und eben auch darauf achtet, dass, wie gesagt, keiner, der damit zu tun hat, irgendwie zu kurz kommt oder sich vernachlässigt fühlt. Vergangenheit ist auch mit Dingen ausräumen, Streitigkeiten beseitigen oder Missverständnisse ausräumen, was natürlich gerade jetzt auch vielleicht ganz gut klappt mit Merkur rückläufig. Da kann man alte Streitigkeiten beseitigen oder vielleicht auch Dinge aus der Welt schaffen. Das wäre ganz gut. Und mit der diplomatischen Energie der Waage kommst du heute gut durch den Tag. Viel Erfolg dabei, gutes Gelingen und wenn du magst, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind beim Montag, 24. April 2023. Ich hoffe, du hattest ein schönes, erholsames Wochenende und startest mit neuer, positiver Energie in die neue Woche. Wir haben die Sonne, den Merkur und den Uranus im Stier, verlangsamt alles und Merkur im Stier rückläufig, verstärkt das Ganze und man kann auch in der Kommunikation scheitern, obwohl natürlich der Mond in den Zwillingen ist und auch die Venus in den Zwillingen ist.
Man kann sich auch mal falsch verstehen oder aneinander vorbeireden. Man sollte auch nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Wir haben den Mars im Krebs, der im Sextil steht mit Merkur, Merkur im Stier, und auch trotzdem dafür sorgt, dass man viele Dinge umsetzen kann, auch wenn es langsamer geht als erhofft. Dann haben wir den Pluto im eigenen Zeichen, der so ein bisschen Eigensinn hervorrufen kann oder dass man so ein bisschen eigensinnig rüberkommt. Der Jupiter im Widder verstärkt das Ganze noch mit Feuerenergie, Temperament und natürlich mit dem Kopf durch die Wand wollen. Sei da bitte vorsichtig, denn wir haben Neptun und Saturn auch in den Fischen. Und mit Mars im Krebs geht es darum, gemeinschaftlich an den Projekten zu arbeiten und miteinander möglichst familiär und positiv umzugehen. Was haben wir jetzt für den Wassermann? Ehrgeiz. Zu viel Ehrgeiz schadet. 7 der Schwerter. Man weiß nicht so genau vielleicht auch, wie man das einsetzen soll. Man hat sehr gute Ideen. Mit Merkur rückläufig ist es immer schwierig, diese Dinge umzusetzen. Du möchtest Dinge wissen, vielleicht dir auch Wissen aneignen und du hast da viele gute Ideen. Neuanfänge stehen aber jetzt derzeit unter keinem guten Stern. Deshalb bist du dazu mehr oder weniger angehalten, zu beobachten, zu lernen und vielleicht die Zeit natürlich mit Weiterbildung zu verbringen, dich zu informieren oder eben diese Dinge zu klären für dich, ganz persönlich dahinter zu steigen. Der Magier kann dir dabei helfen und das beobachten und sich auch in andere hineinversetzen und vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive etwas zu betrachten, kann für dich auch sehr, sehr hilfreich sein. Also vertue diese Chance nicht, sie kann dich weiterbringen, als du denkst. Und es geht natürlich auch darum, sensitiv an die Dinge heranzugehen. Also auch hier aufzupassen, die 7 der Schwerter steht auch manchmal für eine Lüge, dass dir jemand irgendwas verspricht, was er oder sie dann nicht halten kann. Beobachte und kläre, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Ja, ganz wichtig, sonst wirst du auf die falsche Fährte gelockt. Ich wünsche dir natürlich einen guten Start in diese Woche, viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind beim Montag, 24. April 2023 mit Sonne, Merkur und Uranus im Stier, wobei der Merkur auch noch rückläufig ist. Das ist schwierig, weil es Missverständnisse fördert. Man kann auf der falschen Fährte sein, man sollte nichts Neues beginnen und vieles funktioniert nicht. Das kann auch die Technik betreffen. Der Mond ist bis 21 Uhr in den Zwillingen, was die Kommunikation fördert, genauso wie auch die Venus in den Zwillingen ist. Man sollte aber bitte nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Ja. Ab 21 Uhr geht der Mond in den Krebs. Das ist dann für dich auch nicht ein bisschen familiärer, gefühlvoller. Der Mars ist sowieso im Krebs und geht auch ein Sextil ein heute mit dem Merkur. Man kommt trotzdem ganz gut voran. Fürsorge, also Hilfsbereitschaft, miteinander wird groß geschrieben mit Saturn und Neptun im eigenen Zeichen und dem Mars im Krebs natürlich. Schwierig kann es mit Pluto im Wassermann werden, mit Jupiter im Widder, wenn da irgendwie Ehrgeiz gefördert wird oder vielleicht jemand sehr viel Temperament hat und vielleicht auch das ein oder andere in den falschen Hals bekommt. Schauen wir uns mal an, wie das für die Fische heute aussieht. Der Herrscher, Verantwortung übernehmen, leidenschaftlicher Neubeginn und Intuition. Also durchaus vieles möglich. Ja. Allerdings Neuanfänge würde ich jetzt davon abraten. Aber du kannst natürlich deine Leidenschaft in die richtigen Ziele bringen. Du kannst zum Beispiel mit dem Page der Schwerter dich über Dinge informieren. Es wäre auch wichtig, dass du eben gut überlegt handelst und nicht voreilig und uninformiert. Das wäre falsch. Vielleicht geht es auch hier darum, dass jemand sehr leidenschaftlich ist, ein Vorgesetzter oder so, dass du intuitiv die Kommunikation ein bisschen vorsichtig angehst. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Aber du kannst auch für eine Sache brennen und versuchst dich da so ein bisschen vorzutasten, zu schauen, wie die anderen unterwegs sind, ob das geht, ob das klappt und so weiter. Aber sei da bitte sehr vorsichtig. Wenn es was Neues ist, solltest du da erstmal nicht voll mit einsteigen, ja? Begeisterungsfähigkeit ist gut, aber wenn sie dann übertrieben wird und wenn da vielleicht Versprechungen gemacht werden, die nicht ganz ernst gemeint sind, solltest du da bitte ein bisschen die Realität nicht außen vor lassen. Aber dein Bauchgefühl warnt dich schon rechtzeitig, ja? Also übernimm Verantwortung für das, was du tust und dass das mit der Realität
vereinbarst. Viel Erfolg, guten Start in diese Woche. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder.